Und da sind wir wieder zurück bei The White Chamber. Letztes Mal haben wir keinen Plan, wo wir weitergingen. Ich weiß jetzt auch nicht gerade, was hier so. Vielleicht einfach mal wieder einen Schalter klicken. Dann verschwindet der Tisch ja wieder. Das bringt nichts. So. Oh, was zum. Warte, hier sind Lichter. Nee, hier sind überall Lichter. Ich dachte gerade, vielleicht können wir das benutzen. Denn ich muss zugeben, ich habe mal kurz bei den Lösungen vorbeigeschaut, weil ich nicht weiter weiß. Und ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich nie rausgefunden. Weil irgendwie hieß es ja in dieser Notiz hier. Eigentlich muss man aus dieser Notiz schon was schließen können. Das ist eine Notiz, die ich gefunden habe. Da steht, Linden werden gesellig, graben bleibende Rosenbeete. Das ist sonderbar. Ich frage mich, was das bedeuten soll. So, ich habe jetzt gedacht, vielleicht nehme ich einfach die Anfangsbuchstaben. Ich weiß jetzt nicht. Ich muss mal nachschauen. Ich weiß jetzt, glaube die Kombination ein bisschen war irgendwie unten, unten, links, oben, oben, in der Mitte oder so. Ich muss jetzt aber trotzdem mal nachschauen. Was Das wird ist das eine Notiz, heißen? die ich gefunden habe. LWG? Da steht, Linden werden gesellig, graben bleibende GBR. Rosenbeete. LWG, GBR. Mal sehen, ob das irgendwie vielleicht, keine Ahnung. L. Lila. G. LW. Weit. Gelb. Graben. Grün. Bleibende. B. Rosenrot. Ja, okay, es hat geklappt. Aber mal bis mal auf das kommt hier. Schön. Brennende Leichen, ja. Braucht man auch kein Licht mehr zu Hause. Was kann ich das so bewegen? Muss gerade kurz nachschauen. Hier ist nichts, oder? Ich muss doch jetzt was klicken können. Das ist, ach, das ist hier. Hier drin ist, das ist die feuerverstärkte Tür. Hier ist das Feuer. Da komme ich nachher rein, aber muss ich ja erst öffnen. Control. Ich komme auch nicht hier raus aus dieser Scheiße. Wie? Was? Wo? Enter? Escape jetzt nicht sein? Nee. Ich muss doch hier was klicken. Ah, hier sind Pfeiltasten. Ah, wie mit den Pfeiltasten. Ich kann den Roboter anscheinend steuern. Feuer löschen mit Action. Kein Feuerschutzzubehör installiert. Scheiße. Ich brauche Feuerschutz. Tür. Ah, okay. Einfach alles rausgesogen. So geht's. Okay, ich wäre wahrscheinlich nie drauf gekommen, das mit den Farben. Ich hoffe, das verzeiht ihr mir, dass ich das nachschauen musste. Ist vielleicht ein bisschen, ja, es ist schon offensichtlich eigentlich, aber bis ich wäre da nie drauf gekommen, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt da raus, das saugt mich doch auch raus, oder? Anscheinend nicht. Anscheinend ist alles wieder gut. Wieso habe ich jetzt einen Feuerlöscher eigentlich? Den brauche ich hier gar nicht. Ja, Lasertisch. Das ist ein medizinischer Laser. Der geht ja eigentlich Er nicht. funktioniert nicht. Vielleicht stimmt etwas mit der Stromversorgung nicht. Stromversorgung? Nee, wir brennen Leichen. Das kann ja gar nicht das sein. Das ist ein Aktenschrank. Ja, dann, ist das Die mal. meisten dieser Schubladen sind verschlossen. Es scheint keinen offensichtlichen Weg zu geben, sie zu öffnen. Sie sind überraschend stabil. Ich glaube nicht. Die ist schon aufgebrochen. Umschlag. Ein brauner Umschlag mit irgend. Sie sind überraschend stabil. Nur Sie der sind hier? überraschend stabil. Ja, dann ist gut. Wie komme ich raus da? Umschlag.
Da ist irgendetwas. Ja, dann mach auf. Da war eine Videokassette drin. Aha. Da weiß ich doch wohin damit. Aber wir gehen zuerst mal hier durch. Oder sollen wir zurückgehen? Nee, komm, da können wir später. Muss hier was passieren? Das ist nämlich noch eine Video-CD. Ein sprachgesteuertes Kontrollfeld für die Quarantänestation. Sprachgesteuert. Das wird nur auf die Stimme eines autorisierten Arztes reagieren. Da werde ich keine Chance haben. Mist. Ich bin kein Arzt, leider. Und die Tür ist zu. Okay, da kann ich noch nichts. Warte, die Stimme eines Arztes. Wenn ich die Videokassette eigentlich einlege, dann irgendwie aufnehme, dann könnte es gehen. Oder? Ich meine jetzt nur, weil... Oh, nee, ich hab schon wieder... Oh, nee. Was? Call me back? Alter, was ist denn hier los? Da ist ein Auge. Da ist ein Körper und hier ist einfach ein Stück Penis aus der Wand. Oh, scheiße. Werde ich hier drin sterben? Ich hoffe nicht. Ein enthaupteter Körper. Und er ist auf dem Kopf gekreuzigt. Bin ich in der Hölle? Ja, die Hölle wäre schöner. Halt das blutige Ding fern von mir. Ach echt, ich dachte, du willst es anfassen, das ist ein ich Arm auch mit. Ich bin froh, dass da ein Zaun ist, der ihn von mir fernhält. Das wird nichts bringen. Das wird nichts bringen. Oh Gott. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Oh, ich will hier nicht. Hier ist eine Ampel. Jetzt ist grün. Oh, Scheiße. Halt das Blut. Kein Kommentar von öffnenden Augen hier. Was? Was? Wieso? Lauf, Mädchen, lauf! Alter, was ist das? Das explodiert gleich. Oh, ich hab's. Alter. Ich kann keinen Boden erkennen. Wo zur Hölle bin ich? Ja, in der Hölle. Ich riskiere nicht, da runter zu klettern. Oh Mann, ich will da nicht rein. Ja. Wieder im Raum des Todes. Ich kann ja einfach reinigen klicken und dann ist alles gut, hoffe ich. Körper, natürlich. Da ist auch eine Reinigung. Darin ist jemand gefangen. Wenn ich die Kammer nur irgendwie aufbrechen könnte. Das ist zu robust, um damit bloß. Glaubst du jetzt wirklich, dass ich die Kammer aufbreche? Bam! Verdammt! Die Kammer muss verstärkt sein. Mist. Das ist die Steuerung für die Notfallreinigung. Klicken. Oh nein. Ich habe versucht, dir zu helfen. Es tut mir leid. Mir nicht. Es klingt, als ob da was in den Rohren feststecken würde. Was habe ich getan? Ja, was steckt da wohl in den Rohren fest, bitte? Kann ja nur was, irgendwas sein. Und zwar ein verdammt fetter Körper. Oh, nee. In dem Rohr ist dein Arm eingeklemmt. Ich glaube, der ist von dem Kerl. Warum beschleicht mich das Gefühl, dass es kein Zufall ist? Ja, ich will den Arm nicht... Ich kann das wohl nicht mit der... Ja, so Kette, eine Axt meine ich, nicht die Kettensäge. Oh ne, wenn ich einen Arm greife, dann... Ein abgetrennter Arm. Noch ein Arm. Das ist absolut krank. Jetzt habe ich beide Arme. Am Schluss habe ich den ganzen Körper. Kann ich jetzt raus, ohne dass ich drauf gehe? Wahrscheinlich. Ich verstehe. Nein. Ich glaube, ich kann gleich in Therapie, wenn es so weitergeht. Und es ist jetzt auch schon 4 Uhr morgens. Die Zeit vergeht. Ach, man sollte so früh am Morgen einfach keine solche Spiele zocken. So, ich habe jetzt noch einen Arm. Kann ich jetzt DNA proben? Nee, ich kann ihn nicht. Ich brauche ein Messer. Ein Schneidewerkzeug. Aber die Videokassette könnte ich vielleicht benutzen. Oder die war hier, ja. Da, Videokassette. In den Videorekorder.
Und starten. Was zum... Das bin ich? Was zum... Verflucht. Ich hab den Laserbrenner, aber er funktioniert nicht. Ich komme da nicht... Selbstmord! Suizid! Ich komme... Ich kann das nicht... Bam! Mir ist schlecht. Was zur Hölle war das? Alter, was ist denn hier passiert? Jetzt habe ich Batterien. Das sind die Batterien aus dem Video. Das war schrecklich. Mitnehmen. Ach, die nimmt tatsächlich die Batterien mit. Oh, das Videoband habe ich nicht mehr. Gut, ich starte jetzt nochmal das gleiche. Geht das eigentlich? Ohne eine Videokassette ist... Gut, die Videokassette ist verbrannt. Oder ich habe sie zerstört. Eins von beiden. Ach Mann, bloß weg hier. Jetzt kommt eh wieder Halluzination, oder? Der Kühlschrank verbreitet einen furchtbaren Geruch. Ich fühle mich nicht gut. Was? Wieso ist ein Kühlschrank da, bitte? Dann schmeiß ihn runter. Damit könnte ich den Kühlschrank herunterkriegen, aber er würde auf dem Boden noch mehr stinken. Ich sollte besser einen Weg finden, den Kühlschrank loszuwerden, ehe ich ihn herunterschlage. Das kann ich doch bestimmt öffnen. Da ist doch bestimmt so ein fettes Loch darunter. Was zum Teufel ist das? Das ist ekelhaft. Ich weiß nicht, wohin das führt und ich will es auch gar nicht wissen. Also das ist ein ganzes Maul, das da unten ist. Das hat Hunger. Da müssen wir Kühlschrankfood. Fastfood rein hier. Irgendetwas blockiert ihn. Oh, ein Bein. Natürlich. Ah nein, Torso. Entschuldige. Der Kühlschrank bewegt sich keinen Zentimeter, solange dieser zerfleischte Körper darin steckt. Ich wünschte, ich hätte ihn da oben hängen lassen. So, da hast du nämlich eine schöne Axt. Da hast du schon mal den Torso weg. Oh, Kacke. Nimmst du halt mit. Jetzt haben wir... Wir haben einfach mal den Torso mit, ja. Ist gut. Mach mir den Abgrund wieder zu. Der stinkt nämlich, hat Mundgeruch. Er funktioniert nicht. Ich kann den Mund nicht zumachen. Scheiße. Und wo... Was? Was? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Spielen wir Frankenstein? Mit der Batterie und den Körperteilen? Ich kann den Mund nicht zumachen, dann werfen eine Axt hinein. Ich kann das nicht kombinieren. Kacke. Kann ich den Torso reinwerfen? Ich kann das nicht kombinieren. Gut. Ich dachte nämlich, mir gerne behalten. Okay, da unten ist eh wieder nächstes Höllengebiet. Jetzt ist aber wieder in Ordnung hier, oder? Torso weg. Schön. Wieder der schöne Bildschirm, wie es sein soll. Boah, aber wie geht's weiter? So viele Leichenteile. Das glaubt man ja gar nicht. Kann ich jetzt hier eigentlich das hier? Ich muss nachher was trinken. Ich krieg schon wieder eine heiße. Da. Oben. Die Steuerung ist für die Haare. Oh nee. Ist das? Oh nein. Erzähl mir nicht, dass das da Haare sind. Ja, tut mir leid, muss mitnehmen. Ah, da ist ein ganzer Kopf dran. Hallo. Schönes Wetter heute. Ein abgetrennter Kopf? Lebt das Ding noch? Was zum Henker denke ich da gerade? Alter, was zum Teufel denkst du gerade? Was machst du hier zur Hölle? Sammel doch nicht einfach Leichtteile mit. Oh nee, das Spiel wieder, das Spiel. Das bringt mich hier noch auf die Palme. So, gut. Ich habe jetzt lauter Leichenteile. Mir fehlen nur noch zwei Beine. Danach habe ich den ganzen Körper. Dann kann ich ihn zusammennähen und mit der Decke einwickeln und elektrisieren mit der Batterie. Und dann haben wir Frankenstein nachgemacht und alles ist in Ordnung. So, bitte sagen wir, dass ich jetzt irgendwie... Nee, es bringt nichts, wenn ich jetzt hier den Kopf scanne, weil... Oder? Ich habe immer noch kein Messer für den Scheiß. Ich brauche ja hier ein Messer, kleines. Ach, du heilige Kacke. Da hinten waren wir gerade. Warte.
kann das nicht benutzen aus irgendwelchen seltsamen Gründen. Ich kann das nicht Aber kombinieren geht. Mit irgendwas muss ich also, kann ich hier noch weiter ab? Ich kann das nicht. Sonst habe ich hier nichts, oder? Nee. Nach oben? Nee, da oben ist zu. Dann habe ich hier noch rechts, was ich vielleicht benutzen kann. Weiß nicht. Kann ich die Leichenteile heraufsetzen eigentlich? Geht das? Ah, Tatsache. Oh Mann. Ah, ein Bein habe ich schon. Der Kopf sieht auch schön aus. Alter, das sieht aus wie ich in anderer Version. Jetzt fehlt nur noch ein Bein. Alter, wo finden wir ein Bein bitte? Kontrollfeld. Das wird nur auf die Stimme eines Autos. Das ist wahrscheinlich der Arzt. Der wird nachher mit uns reden und so. Ach du Kacke. So, wir haben immer noch. Oh, bin ins Mikro gekommen, entschuldige. Ich hoffe, man hat nichts gehört. Das Spiel ist die Hölle. Vielleicht, warte. Vielleicht stimmt etwas mit der Stromzufuhr nicht. Ich kann das nicht kombinieren. Schade. Hätte ich jetzt vielleicht noch für möglich gehalten. Vielleicht ja später, wenn wir den wieder zusammenschweißen müssen. Ach du Kacke, was mache ich hier? So, hier ist leer. Die Tür haben wir schon benutzt. Da kommen wir ja nicht weiter, oder? Ja, da kommen wir nicht weiter. Wir müssen hier rein. Es gibt nichts anderes mehr. Neue Mails? Warte, gleich so. Ne, immer noch die gleichen. Das hier haben wir ja benutzt, das ist in Ordnung. So, den Sequenzer können wir noch nicht benutzen, weil wir keine DNA-Probe haben. Und hier können wir nicht, weil wir nicht aufschneiden können. Und hier ist, das ist schon. Der Tank ist jetzt leer. Der ist jetzt leer, gut. Schön. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Hier ist wieder zu. Oh Mann, Mann, Mann. So, ich mache auch schon wieder Überstunden hier. Flecken, na, die kann ich nicht mitnehmen. So weit waren wir schon. Vielleicht da hinten, wo ich die Haare aufgesammelt habe, ist jetzt vielleicht die Tür offen. Ich weiß nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Ich meine, es ist ja nichts anderes dort. Okay, ich probiere es nochmal. Yes. Was? Was? Weltraumende gesaugt. Was? Nein, ich will das Spiel nicht verlassen. Habe ich jetzt verloren? Was? Das Spiel ist mir. Ist was? Wie bitte? Ich kriege Fehlermeldungen von Windows. Wie bitte? Ist jetzt nicht euer Ernst? Ist das Spiel jetzt vorbei? Ich glaube nicht. Ich habe so viele Items, die ich noch nie benutzt habe. Ich bin jetzt einfach gestorben. Alter, was mache ich jetzt bitte? Ich müsste jetzt alles nochmal spielen, weil ich so blöd war und keine Speicherstände gesetzt habe. Oh, Kacke, nein. Ja, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Falls einen gibt, natürlich. Wenn nicht mehr die Aufnahme, kann ich stoppen, wenn die überhaupt noch läuft. Als Tab mal sehen, ob das noch geht. Scheiße, sonst kriegt ihr jetzt Schwarzbild am Schluss, damit ich auch noch quatschen kann. Ach du heilige Scheiße, was ist denn jetzt? Ah, Error, Runtime Error. Ist ja, Problem. Scheiße. Ja, wir sehen uns wieder beim nächsten Part. Falls es wirklich einen gibt.